Artitec, liebe Modellbahnfreunde, präsentiert 2018 über 200 Neuheiten. Aber keine Angst, wir werden die wichtigsten vorstellen, das an meiner Seite mit Herrn Thomaesen, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Und er wird natürlich so freundlich sein, uns die Neuheiten vorzustellen. Das mache ich gerne. Ja, also wir haben 200 Neuheiten, aber verteilt über viele Maßstäbe. Also das heißt, wir machen wieder vieles in H0, aber auch ein großes N-Spurprogramm. Und auch für die Zettler haben wir ein sehr schönes Programm dieses Jahr. Da werden sich die Zettler aber freuen, weil das ist ja wahrscheinlich immer so eine außergewöhnliche Spur und auch nicht so weit verbreitet, aber dann werden die bei Ihnen fündig. Fangen wir einfach mit H0 an. Da gibt es eine niederländische Elektrolokomotive der Reihe NS1300. Stimmt, ja. Das ist eine für die Holländer sehr wichtige Lokomotive. Der war in Einsatz für Personenverkehr und viel für Güterverkehr. Und da haben wir Ausführungen in Türkis, in Blau und in das Gelb-Grau. Also über viele Epochen hat er gefahren. Dann hatten Sie uns eine Mail vorab geschickt, muss ich jetzt dazu sagen, liebe Zuschauer, hat er sich ganz bedeckt gehalten. Er will es erst auf der Messe lüften, das Geheimnis. Was ist es denn? Also das ist der berühmteste Triebwagen aus Holland. Das ist der sogenannte Hundekopf, auch genannt Materiel 54. Also eine elektrische Triebwagen, die quer durch Holland gefahren ist, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Also jeder Holländer hat einmal mit dieser Eisenbahn gefahren und deswegen ist er sehr berühmt. Aber ich bin nicht damit gefahren. Es ist eigentlich schade, fährt so ein Zug noch? Kann ich mal mitfahren in dem berühmten Zug? Es gibt da eine Gruppe, die noch so einen Triebwagen in Betrieb hat. Also Sie können eine Fahrt buchen, wenn Sie möchten. Gut, dann werde ich mich an Sie wenden. Dann wollen wir das mal hinkriegen. Ja, dann gibt es einen Bischof Polytrek, produzierte damals in den Bischofwerken in Recklinghausen Raupe und Kran. Was ist das, was Besonderes? Ja, das ist sehr Besonderes, weil das war ein sehr revolutionäres Konzept damals. Man konnte so ein Polytrek auswechseln, also da konnte man einen Greifer anhängen oder eine Raupe. Man konnte ja, sehr viele Arten von Bauarbeiten konnte man mit so einer Maschine machen. Und das war damals sehr Besonderes. Und wir haben ein sehr schönes Modell daraus gemacht. Das kann man ja auch so gerade im Bild sehen, dass es wirklich ein wunderschönes Modell ist. Dann gehen wir mal weiter zu Hanomag. Ich habe mir gedacht, die haben die kleinen Kommissbrote gebaut, aber die haben noch was anderes gemacht. Ja, also wir haben dann dieses Jahr die Hanomag K50 gemacht. Auch in zwei Ausführungen. Ein Schlepper und eine Raupe. Und die gibt es auch noch in eine Wehrmacht-Ausführung als Kettenschlepper. Dann geht es weiter in dem Bereich mit Feld- und Grubenbahn. Das ist ja auch ein großes Thema mittlerweile auf der Modellbahn. Stimmt, ja. Da haben wir auch eine Deutsch-Lokomotive gemacht. Und dazu dann ein paar Personenwagen, wo man in die Grube gefahren ist, mit das Personal, was da gearbeitet hat. Und da gibt es noch ein paar Loren dazu, Kipploren. Also wir haben ein sehr schönes Thema daraus gemacht und das passt auch gut zu, was die anderen Hersteller machen. Dann gibt es noch einen Deutsche Bahn Gabelstapler. Ich meine, Sie müssen ja wahrscheinlich überall geguckt haben, hat das schon jemand, aber einen Gabelstapler glaube ich in der Richtung noch nicht. Also die von der Deutschen Bahn hat es noch nicht gegeben. Also wir haben das in eine blaue Ausführung gemacht und da sind auch eine Bedruckung mit der Deutschen Bahn. Und das ist auch sehr schön geworden und das haben wir auch dann für die Maßstab N haben wir das auch gemacht. Dann gibt es Schaltkästen. Sie haben extra dazu gesagt, deutsche Schaltkästen mit Graffiti. Aber ich kann mir vorstellen, in Holland wird auch rumgeschmiert, oder? Also Graffiti ist sehr international, aber es ist ein schöner Gag, um das mal zu machen. Und das sieht natürlich auch sehr realistisch aus, weil heute sieht man eigentlich keine Schaltkästen mehr ohne Graffiti. Die Ausnahme ist, wenn die ganz sauber sind. Also um das realistisch zu machen, da machen wir dann mit in unser Programm und haben das dann erfunden als Graffiti-Ausführung. Und sehr realistisch haben sie auch diese verrosteten Modelle RIP, Ruhe in Frieden gemacht. Ja. Na, bei uns heißt das dann Rost in Peace, also Rest in Peace. Und da haben wir auch jetzt drei Modelle gebracht, auch ein Planierraupe, die dann ganz verrostet ist. Kann man sich schön in ein Action
stellen auf eine Modulanlage. Und ja, wir denken, dass das gut ankommen wird. Dann gibt es ebenfalls eine sehr schöne Sache, die Sie vorstellen. Wer jetzt zum Beispiel Modellbahnanlagen hat, der ein Hafenmotiv hat, da gibt es ein sehr schönes Schiff, was man eigentlich da bauen kann. Also dieses Schiff haben wir angekündigt als Fertigmodell, haben wir letztes Jahr gemacht, aber wir haben viel Nachfrage bekommen von also die Leute, die noch Modellbau machen. Dieses Schiff heißt die Helena, ist ein Rheinschiff von 150 Tonnen und die gibt es jetzt auch als Bausatz und wird auch sehr schnell lieferbar sein. Dann wollen wir jetzt die Spur H0 mal verlassen, weil es würde sicherlich noch viel, viel mehr geben. Wir haben ja nur einen Teil angerissen. Und die Modellbahnfreunde können natürlich dann auch auf der Seite von Artitec noch mal nachschauen, was es noch alles gibt. Wir haben uns eigentlich das rausgesucht, wo wir sagen, das sind Hingucker. Kommen wir zur Spur N. Und da haben Sie sehr detaillierte LKWs, Mähdrescher, Planierraupen. Ja, genau. Also wir haben natürlich gesehen, dass Planierraupen und Mähdrescher, die sind auch im H0-Bereich, waren die sehr beliebt. Dann haben wir gedacht, dann machen wir das auch für die N-Bahner und für die Zettler. Und das haben wir geschafft. Also wir haben viele Sachen, die sehr gewünscht sind im H0-Bereich, jetzt auch in N. Und dann haben wir zusammen mehr als 20 Neuheiten, die doch sehr schön geworden sind und sehr interessant sind. Weil Sie gerade sagen, es ist gewünscht worden, kriegen Sie Post von den Liebhabern? Also wir haben natürlich viel E-Mail-Kontakt. Wir gehen auch auf Messen, da sprechen wir viele Leute und da bekommen wir, die Leute haben oft gute Ideen und wir versuchen, diese Ideen da Produkte auszumachen. Kommen wir mal in den Militärbereich. Das ist ja auch so eine kleine Spezialität von Ihnen. Hatten wir ja in der letzten Vorstellung vorher, das Jahr 2017 gehabt. Was gibt es denn da eigentlich Neues? Na, auch sehr vieles. Wir machen das auch für verschiedene Epochen. Also wir haben ein Programm Erster Weltkrieg. Da haben wir zum Beispiel einen sehr schönen LKW, ein Opel, die für das Heer benutzt wurde, aber auch zivil. Da haben wir auch eine Zivilausführung davon. Wir haben auch natürlich Zweiter Weltkrieg, sowohl amerikanisch, deutsch und etwas Englisch haben wir da. Und dann haben wir natürlich auch wieder etwas für die Bundeswehr. Der Kraka zum Beispiel ist sehr bekannt. Haben wir aber auch einen amerikanischen Panzer, das ist die M60, haben wir jetzt in unserem Programm. Also ich denke, das wird auch wieder viele warten und Freunde haben, die darauf warten, was sie da an diesen Modellen bringen. Kann man ja auch nachstellen, ist auch für die Rahmenbau recht geeignet. Also diese Fahrzeuge sind sicherlich sehr gefragt, denke ich mal. Ja, also es gibt Sammler und von technischer Sicht sind natürlich die Panzer und alle Militärfahrzeuge sehr interessant. Und auch im Modellbaubereich gibt es da noch sehr viele Leute, die sich da Dioramen bauen. Und das geht weit. Das war gerade das Sprichwort Modellbau, die Bailey Bridge. Was ist das? Genau, also das ist auch eine unserer Top-Neuheiten. Das ist sind zwei Bausätze. Und mit zwei Bausätzen kann man sehr große Brücken machen. Also man kann eine kleine Brücke machen, aber man kann das erweitern. Das kommt aus dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern. Die haben das sich ausgedacht. Später wurde es auch sehr viel zivil verwendet. Also nach dem Krieg sah man sehr oft, dass Flüsse überquert wurden mit so einer Baileybrücke. Wir haben das gut bestudiert und es ist jetzt so, dass man, es ist ein bisschen Lego für ältere Leute, kann man sagen. Und man kann wirklich sehr große Brücken draus backen. Zum Beispiel eine Brücke geeignet für Eisenbahn zum Beispiel. Das ist ja immer das Stichwort. Ich meine, es gibt ja viele Modellbahner, die suchen immer nach Alternativen. Will ich nicht selbst bauen, vielleicht gibt es was im Zubehörhandel. Also bei Ihnen wird man da fündig. Kommen wir zur Spur Z. Da gibt es einen Mähdrescher und eine Planierraupe. Z ist ja nur was ganz fipsig Kleines, für mich nicht mehr geeignet. Ich bräuchte dann wahrscheinlich eine Lupe zum Gucken oder es muss ganz weit weg sein. Das stimmt, es ist sehr klein, aber wir können das trotzdem fast so gut detaillieren wie in H0. Also es sind wirklich sehr schöne Modelle geworden. Da haben wir also vier Top-Modelle aus dem H0-Bereich haben wir jetzt umgesetzt nach Z-Spur. Und das kommt gut an, weil für Z wird sehr wenig gemacht. Und da sind wir darauf eingestiegen, weil die Leute sind immer sehr froh, wenn wir mit neuen Modellen kommen. Und wir hoffen auch dieses Jahr, dass wir gute Wahl gemacht haben.
und dass die Leute sich darauf freuen. Davon bin ich fest überzeugt. Liebe Modellbahnfreunde, das waren ein kleiner Ausschnitt von den 200 Top-Neuheiten, die Herr Thomesen uns anbieten konnte. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, dass Sie uns das alles vorgestellt haben. Ja, und für den Verlauf der Messe wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke. Okay, danke.